Herzlich willkommen zur 9. Staffel Let's Play Together mit Iwini. Hallo. Und jede Menge Villagern. Ja, und unserem kleinen Dörfchen. Genau. Auch übrigens, mir ist was gesagt worden in den Kommentaren zu meinem Vorhaben mit den hohen Häusern hier. Villager können doch keine Leitern benutzen, scheinbar. Können sie nicht mehr? Können Konnten sie früher nicht. Aber mal. Na gut. Müssen wir einen Weg außen rum bauen, meinst du? Naja, die Türen sind ja da. Ich denke, das nutzt auch so, nur sie werden sich halt nicht in den oberen Etagen rumtreiben. Okay. Ich war noch nicht ganz fertig, so wie ich das sehe. Ja, und hier ist. Also gehen wir Cobblestone holen. Ah, ja. Ja, also man sieht, mein Texture Pack hat noch leichte Probleme. Das sind hier die Kartoffeln. Die nicht so ganz funktionieren. Ich hatte hier irgendwo einen Mineneingang. Oder war der außerhalb der Mauer? Ja, doch, außerhalb der Mauer. Ah, stimmt, hier vorne waren wir ja immer drin. Genau, und ich muss. Ah ja, ich wollte meine Mauer fertig bauen, genau. Ja. Ist halt jetzt auch eine Weile her, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben zusammen. Deshalb müssen wir uns jetzt erstmal wieder so ein bisschen orientieren. Genau. Aber wir haben unseren tollen Maueraufgang noch. Und unsere 60er Jahre DDR-Bunker. Habe ich da gebuddelt? Plansch. Ja, sieht so aus, als hätte ich hier gebuddelt. Dann buddeln wir hier weiter. Ich habe einen Bogen. Da geht auch nicht schlecht. Ja, wäre schon fast verbraucht. Keine Ahnung, wo der herkommt. Von dem Skelett dann wahrscheinlich. Ist davon auszugehen, nicht? Aber ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich letztens welche... Na gut, ist schon so lange her. Ja, das war Anfang Dezember und jetzt haben wir schon Ende März. Ach ja, und falls sich jemand fragt, was das hier für gruselige Tiere sind, es sind Irus. Gruselige Tiere? Also ich kann mit deinen Skeletten teilweise hier nicht so viel anfangen. Ich habe hier ein Skelettschaf. Ah, das glaube ich ebenfalls, dass das eins sein soll. Ich finde die toll. Ja, für die Leute, die das noch nicht kennen, das ist hier das Texture Pack, was wir auf dem Server verwenden. Und das wir halt momentan, oder vielmehr alle aktiven Serverspieler zusammen benutzen. Das kennt ihr vielleicht auch schon aus den Livestreams oder auch im Let's Play, da habe ich es auch ab und zu mal benutzt. Und da mir das momentan besser gefällt als Misa, behalte ich das auch erstmal. Ja, ich habe, damit wir dieselben Mobs haben, weil das hier anhand der ID, der Mob-ID, der Skin ermittelt wird, habe ich dieselben Mobs in mein Texture-Pack reingezogen. Deswegen habe ich jetzt, wie gesagt, auch hier diese etwas zu groß geratenen Pixelhaufen. Aber du hast immerhin auch ein paar HD-Viecher dabei. Denn zum Beispiel Creeper habe ich auch in HD. Ah, okay. Creeper sind mir bisher noch gerade über den Weg gelaufen. Muss jetzt auch nicht wirklich sein. Ich wollte schon sagen, also ich habe die Konsole im Hintergrund laufen. Schnell eingeben, ich gebe mir so ein Stack Creeper-Eier. Danke, ich verzichte. Gehe dann zum nächsten Amboss, nenne die Creeper-Eier noch um. Und dann spawnen um dich herum kleine, massenweise kleine Creepers mit dem Namen Dede. Und ich krieg die schöne Meldung, dass du von Dede geknallt wurdest. Okay. Also man kann Mobs jetzt auch umbinden, ja? Ja. Allerdings brauchst du dafür halt das Spawn-Ei. Ja. Du kannst auch Kisten umbenennen. Okay. Dann hast du oben statt Kiste oder Doppelkiste, hast du dann dort den Namen der Kiste stehen. Und so kannst du dann zum Beispiel deine Kisten richtig schön benennen, je nachdem, was du reinpackst. Kostet allerdings natürlich alles Erfahrung. War klar, ja. So. Ja, das Dach muss noch drauf hier. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir auf das Dach? Das habe ich beim letzten Mal wohl nicht berücksichtigt, als ich den Scheiß hier gebaut habe, dass ich irgendwie nochmal hoch muss. Da war jemand ganz schlau beim Bauen. Ja.
Vielleicht schaffen wir es heute auch mal ohne hier zu sterben. Also ich habe das letztes Mal schon geschafft. Ja, du baust ja auch nicht in luftigen Höhen. Ja, sag das nicht. Wir hätten... Muss noch rüber in den Dschungel und Bäume fällen. Wir hätten uns ja auch ein westdeutsches Dorf nehmen können, aber nein, du musst das ein ostdeutsches nehmen mit Plattenbauten. Ich sag jetzt nichts dazu, wessen Idee das war, hier Plattenbauten zu stellen. So, jetzt brauche ich jede Menge Türen, Fenster und Scheiben. Wir hatten doch hier auch... Ach, da hinten stand doch irgendwo eine Kiste. Vielleicht habe ich hier noch Glück und Glas ist noch drin. Ich glaube, Glas haben wir noch was hier, oder? Ja, ein kleines bisschen. Und dann bauen wir das Ganze hier fertig. Und dann haben wir auch genug Ostbauten. Dann heißt es unterirdische Bunker bauen, denn als DDR-Bürger ist man ja nie sicher. Okay, ja, natürlich. Und eigentlich müssten wir jetzt irgendwo noch einen Stand hinbauen mit einem Schild Bananen. Dann würden sie auch noch alle Schlange stehen. Ja, und vielleicht noch eine Polizeistreife. Mit einem Blitzer gleich hinter der Grenze, ne? War doch auch so beliebt. Oh, ja. Gleich hinter der Grenze. Dann ein Schild mit hier ab hier nur noch 50 und Polizeistreife mit Radarfalle dahinter. Und weh, du kamst dann. Ja, ich zahle es in Ostmark gleich. Hab schon umgetauscht. Okay, nein, sie können weiterfahren. Tschüss. Weil die wollten sie ja, nicht. Ja, die hatten sie ja zu Genüge, ne? Die Ostmark war doch nichts wert. Schön zu bauen ist übrigens auch nicht gerade die schlauste Idee, die ich hier hatte. Und zwar schneller zur Mine. Und wieso bin ich jetzt rausgelaufen und wieder reingegangen? Weil ich die Schaufel vergessen habe. Schau mal, wie lange du über meinem Überhang noch rauskommst, ne? So notbuddel ich mich rein. Ich muss da mal einen Ausgang hinbauen. Ich weiß nur nicht, ob wir noch genügend Pistons machen können dafür. Ich könnte noch eine Eisentür reinsetzen. Mittlerweile genug Eisen? Ich sehe hier über ein Deck Eisen. Oh, muss mal gucken. Das mit den Pistons gefiel mir bisher auch ganz gut. Ja, aber die kann man nur von innen öffnen. Ich will außen noch Schalter dran machen, dann kann man sie von beiden Seiten öffnen. Ist schon in Planung. Und hier jetzt wirklich? Kein Cleanstone. Ist auch noch Glas. Dann brauchen wir ja gar nicht raus und schaufeln. Ich meine nämlich, wir hätten relativ viel Glas noch gehabt. Ja, ich hab's gerade gefunden. Es war im Ofen versteckt. Ich meine, wer kommt doch auf die Idee, dass im Ofen Glas liegt? Das stellt man ja auch nur daher, nicht? Aber ich meine, wann bist du das letzte Mal an deinem Ofen gegangen und hast gesagt, ah, da ist mein Fenster hin. Naja, also ich wollte den Witz hier erst noch stattbringen, aber wenn man mal überlegt, Ziel der ganzen Aktion ist ja hier, dass wir hier viele kleine Villager kriegen, ja. Nicht? Und wir wissen ja alle, das hat nichts mit Kien und Blümchen zu tun und auch nichts mit dem Klapperstorch, sondern dazu müssen Männlein und Frauen irgendwas machen, was wir aus Jugendschutzgründen verschweigen wollen. Das Einzige, was wir wissen, man braucht dazu Holztüren. Und wie das dann gehen soll, geht das eigentlich dann? Ich meine, wozu braucht man dazu Holztür? Weil anhand der Holztür wird die maximale Zahl berechnet. Das ja, ja, schon, aber das ist so das logisch. Das ist im RL doch auch so. Ich meine, die maximale Anzahl der Bürger einer Stadt werden anhand jeder einzelnen Holztür berechnet. Dafür kommt einmal im Jahr der Holztürmann in deine Wohnung und zählt alle deine Holztüren. Genau, und dann wird festgelegt, wie viele Kinder du kriegen darfst. Genau.
Ich verstehe. Und da Minecraft halt ein bisschen fortschrittlicher ist, berechnen Sie die Anzahl der Holztüren nicht anhand des Holztürmannes, der rumkommt und zählt, sondern anhand von irgendwelchen Daten, die irgendwo gespeichert sind. Ja, genau. Der Holztürmann. Das war ja irgendwie das Gemeine, weil wir hatten eigentlich, in unserer alten Wohnung hatten wir eigentlich genug Holztüren, nur mein Stiefvater hat sie irgendwie alle rausgenommen, da er keine Türen mochte. Oder keine Kinder haben wollte. Ich wollte gerade sagen. Und deshalb hatten wir eigentlich nur eine einzige Holztür drin. Und die ist... Moment, dann war die aber noch überbevölkert, oder? Ja, theoretisch schon. Aber die Anzahl war ja schon da und die Holztüren berechnen sich ja nur der Anzahl der Kinder. Und da ich ja bei meinem Vater wahrscheinlich gemeldet war und der ein paar mehr Holztüren so, hatte, ging das schon gut. Und die eine Holztür, die wurde dann halt zu Lena. Ja, ja. Und bei einem Tag hat man noch eine Holztür und am nächsten Tag... Schwester. Pech. Ein Kind draus geworden, wollte ich gerade sagen, genau. Ah, da hast du ja eine Eisentür reingesetzt. Ja. Mami, warum haben wir denn keine Holztür mehr? Weil wir jetzt eine kleine Tochter, eine kleine Schwester haben. Was eine Logik. Und irgendein Villager ist hier übers Feld gelatscht. Ein Villager ist übers Feld gelatscht? Ja, da fehlt ein Stück Kartoffel. Das war's. Oh, mit dem Schwein. Ganz am Anfang. Ich erinnere mich. Hast du jedenfalls gestanden. Okay. Ich nehme alles wieder zurück, es war ein Villager. So. Thema Schweine, davon hatten wir doch eine ganze Menge hier drin. Wo sind die alle? Keine Ahnung. Oh. Thema Creeper. Ja, okay, ich sehe, du hast auch HD-Creeper mit drin. Und die Yoshi-Creeper? Ja. Oh, wo ist er? Den muss ich sehen. Den habe ich noch gar nicht. Zwei Stück habe ich hier. Der eine rennt auf mich zu und der andere schwimmt weg. Ich glaube, dass die Minimap es immer noch nicht schafft, mir Mitspieler anzuzeigen. Ah, da bist du. Ja, ich bin hinten zum Aufgang rauf. Der Yoshi Creeper, der eine hier rennt mir hinter. Nein! Oh. Hey, ich war hier oben auf meiner ja, Mama. Der Explosion Radius ist um einiges gestiegen. Um einiges ist noch untertrieben, was oder? Weißt du, warum ich in sämtlichen meiner Let's Plays den Creeper Nerf normalerweise verwende? Ah! Scheiße! Ich wollte gerade sagen, da waren noch ein paar. Es hätte sich ja sonst nicht gelohnt, die Mauer zu reparieren. Ja, ja. So, dann ist ja alles, alles okay. Naja, du kommst hier nicht rein. Vorsicht! Uff. Okay. Ja. Und das Snaken funktioniert entweder nicht mehr oder meine Tastatur zickt mal wieder. Aber dabei gut letzteres der Fall sein kann. Darf ich an der Stelle vorschlagen, Dreck. Dass wir zur nächsten Aufnahme auch den Creeper Nerf benutzen? Normalerweise bin ich ein absoluter Gegner davon, aber wenn das so läuft... Hey, du müsstest mal gucken, ich wollte dich jetzt endlich erst reinlassen, aber okay. Ach so, nö, vergiss okay. es. Nee, denn im Let's Play, da ist mir das auch schon vollkommen, voll oft aufgefallen. Ich stehe am Hintern der Welt, freundlich formuliert sogar, und plötzlich explodiert ein Creeper, der eigentlich gar nicht mit mir in Berührung war. Und deshalb ist dieser Creeper-Nerf inzwischen eigentlich überlebenswichtig für Leute, die bauen wollen. Ja. Sieht so aus. Ach, die schöne Mauer. Zack. Zack. Falsch. Zack. So.
Und jetzt habe ich den Yoshi Creeper trotzdem nicht gesehen. Der taucht nämlich nur in Steppen auf oder Graslandschaften. In High Mountain Biome gibt es dafür den Bob Omb Creeper. Was der Mensch halt so braucht. Ja. Das kommt davon, wenn du Twilly und mich ein Texture Pack einrichten lässt. Da sind dann Creeper drin. Ach, guck mal, da ist ein 8-Bit-Mini-Creeper. Ist der nicht knuffig? Und da kommt eine Spinne auf dich zu. Ja, ich seh's. Ich wollte ja eigentlich nur noch welche von der Sorte. Nein. Gut. Ich wollte doch eigentlich. Gut, dass ich hier Eisentür eingebaut habe. So. Das war doch Spaß. Ja. Und wir sollten die Folge unterbrechen übrigens. Total spaßig. 16 Minuten, sag ich dazu noch. Ja, dann tun wir das. Bis zur nächsten Folge. Bis gleich.